Ja, also. Magst du Basti mehr oder Stegi? Sag das jetzt nicht Stegi, aber ich glaube, die Frage ist eindeutig, oder? Ich weiß, das war die Frage. Was? Oh, shit, war ich nicht gemutet? Ich weiß, dass ich nicht gemutet war. Ich troll den gerade, Moment. Stegi? Ja. Das war ein Joke. Ich habe mich extra nicht gemutet. Ach Gott, ich hätte echt gedacht, das ist dir echt versehentlich passiert. Och, Manu. Ich dachte gerade schon den krassen Show. Trollololol. Lieber Guter. Der war gut. Ja. Da hast du einen rausgehauen. Ja, oder? Nicht schlecht. Okay, wie sehr hast du dran geglaubt, dass es stimmt? Dass ich sowas sagen würde? Nee, ich habe einfach schon an deiner an die Aussage selbst nicht geglaubt. Achso. Weißt du? Ah, okay. Oh. 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 Die Mentality. Lieben wir. So leicht ist das. Guck. So ein Ding ist es. Ja. Oh mein Gott, ich Idiot. Ups. Gut. Schön gerade in der Engine City. Ist weiße Kerzen besser oder cremefarbige Kerzen? Ich glaube Cremefarbe, ne? Also im Game? Ja. Okay, cremefarben, glaube ich. Was lachst? Ich habe Angst. Boah. Ich lache manchmal. Ich bin in der Engine City. Du lachst, wenn du Angst hast? Ja, ab und zu passiert das. Okay. Ich bin auch so, dass wenn zum Beispiel so Situationen sind, die für mich unangenehm sind oder Situationen, wo ich Sachen nicht glauben kann, wo es unangebracht wäre, gerade zu lachen, lache ich auch. Aber nicht, weil ich lachen will oder provoziere. Ja, automatisch irgendwie. Und ich muss es dann jedes Mal wieder erklären. So. Ich lache nicht, weil ich jetzt provoziere oder so. Ist einfach nur... Oder gefährlicher Situation, kann sowas sein. Und noch schlimmer ist, dass Leute es falsch einschätzen könnten sogar. Also im Sinne von, dass sie denken könnten, du findest etwas nicht schlimm oder so. Ja, du findest es ganz, ganz bestialisch schlimm und du findest gar nicht lustig, aber du lachst halt. Ja, das hatte ich jetzt schon ein paar Mal. Das kannst du keinem erzählen. Ich hab's einmal ausgelöst. Nein, du bist weggerannt jetzt schnell. Nee, stehen geblieben. Du bist noch da? Mhm, aber ich kann ja noch zweimal auslösen. Achso, einmal ausgelöst, okay, verstehe. Ja. Das einzige Coole ist, dass da keine Monster spawnen, das ist so cool. Hä, ich dachte, hier sind richtig viele Totenköpfe bei so einer Ancient City. An manchen Stellen sind auch viele, ja. Aber die meisten werden wahrscheinlich auch abgebaut schon sein. So bei so einem bestimmten Bereich sind da welche. Aber ich glaube, Reapers hat die nicht abgebaut. Ich muss sogar vorstellen, dass ich mir mal welche abgebaut habe. Bei unserer! Ja, na klar. Da unten standen keinen Schilder, wie ihm was gehört. Doch. Oh shit, dann habe ich sie übersehen. Weil Reapers hat legit überall ein Schild hingeplatziert. Alright, ich bin ready. Hier, schau mal. Das ist das, was ich bis jetzt habe an TNT. Komm ran. Jo, das geht ja. Damit kann man arbeiten, ne? Ja, so. Schau mal, hier sind verschiedene TNT-Kanonen, wie du sie vielleicht noch nicht... Du hast gesagt, du hast echt noch nie eine gesehen, ne? Mm-mm. Schau an. Achtung. Das hier, super klein. Merkst du? Super, super klein. Aber nur dazu geeignet, Ziele in der Luft zu treffen. Das heißt, wenn du unterm Ziel bist oder aber wenn dein Ziel in der Luft ist, dann kannst du easy, pass auf, Sachen aus der Luft wegknallen. Pass auf. Aber da gehen noch zwei TNT-Flöten. Nee, mehr sogar. Warum? Also weil du ja ein TNT musst du ja mit anderem TNT anschubsen sozusagen, dass du das TNT halt wegbefördern kannst. Das ist ja der Kick daran. Stell dir vor, ich bin auf dem Berg von Hugo und du bist mein Nachbarberg und ich beschieße dich die ganze Zeit mit TNT. Das wäre insane funny, Alter. Das wird echt, stell dir mal vor, du hast einen Nachbarschaftskrieg. Guck mal hier, pass auf, es geht weiter. Dieses Warum? Das ist die nächste. Ready? Mhm. So, guck. Und dann in letzter Sekunde kommt das andere TNT hinzu. Und dann wird es weggeschleudert. Aber das hier sieht aus wie so ein Lappen. Der ist einfach so auf den Boden geflogen. So, boom. Ja, pass auf. Man kann das ja auch immer steuern. Das ist ja der Kick daran. So, du kannst... Wie ein Lappen. Du bist ein scheiß Lappen, Alter. Alter, du bist ein scheiß Lappen, ey. Pass auf. Du kannst...
Und das ist cool. Du kannst deren Flug, eben, du kannst deren Flug, deswegen ist es ja so interessant heute. Du kannst mit den Dingern ja zielen, schießen, du kannst alles machen. Du kannst diesen Slab hier austauschen zu einem Block. Du kannst hier den Block oben, also das Kanonenrohr kannst du ändern. Du kannst, guck mal, hier zeige ich dir jetzt eine Sache. So, wir machen eins. Pass mal auf. Was bringt so viel Tee? Schießt einfach weiter. So, du kannst zum Beispiel was noch, du kannst das Ding früher explodieren lassen. Ich weiß nicht, ob das nicht sogar fast schon zu früh ist. Ich habe ein bisschen Angst, egal. Du kannst alles halt richtig einstellen. Achtung, pass auf. Jetzt fliegt das schon viel früher in die Luft einfach. Hm. Weil du es ja schon früher zündest. Du bewegst dich beeindruckt. Geht voll viel TNT-Flöten irgendwie. Ja, aber guck doch rein, wir haben noch genug TNT. Aber so viele Materialien. Ja, aber du ach komm. Soll ich jetzt mal was zeigen, wo viel TNT-Flöten geht? Ja. Okay, dann zeige ich dir jetzt was. Und hier bitte zumindest ein bisschen also beeindruckt sein, okay? Zumindest fürs YouTube-Video. Ist das ein Deal? Okay, perfekt. Jetzt bekomme ich die Reaction, Isa, oder? Perfekt. Mhm. Also, hier, pass auf, okay? Ja. Achtung, ein bisschen lieber nach hinten. Noch weiter nach hinten. Hier sind jetzt 7 Stacks TNT drin. Ich glaube sogar, ein bisschen mehr. 8 Stacks TNT, glaube ich. Aufgepasst, es geht los in 3, 2, 1... Ist das besser? Ja! Viel besser, yo! Ja, okay, das ist aber auch cool. Weißt du, wie das aussieht? Wie wenn jemand irgendwie so tanzen würde mit seinen Armen, aber komplett so mental geht so. Ja. Ja, das war jetzt 8, 6 TNT, aber da ist auf einmal die Verschwendung von TNT nicht mehr schlimm. Nee, jetzt ist es ja lustig. Ja, das kommt auch viel cooler. Die anderen sehen richtig aus wie so Lappen daneben irgendwie. Komm mit! Komm mit! Aha. Wo ist denn der überhaupt? Ah, okay, Trasho. Da, wo ich aus Versehen fast was geklaut habe. Vor allem haben die mich beide angeguckt und ich laufe da mit dem Kopf hin und her und ich sag so, guck mal, ich hab Winnies Kopf und... Ich bin ready, wenn du möchtest. Kannst du es versuchen? Alright. Was gibt's zu lachen? Ja, ich hab halt mich nur dran zurückgeändert, wie ich einfach so selbstverständlich reingelaufen bin. Einstein. Digga, es scheitert bei dir. Oh, es scheitert einfach schon daran, dass du nicht reinkommst, weil du das Wort nicht lesen kannst. Einstein. Lassen wir es bleiben, oder? Alright, einsteigen, Notenblock drücken und Rätsel lösen. Das war Glück, oder? Nee. Was war die Aufgabe? Ja, der Sound, der abgespielt wurde, welcher das war. Das war der in der Mitte. Bro, du hörst das so gut? Das war's. Das war das Rätsel. Ja, das war das Rätsel. Ach so? Ich dachte...